Hey und ho und so. Willkommen, liebe Minenarbeiter und Innen, bei einer neuen Folge. Wir spielen Minecraft. Und ja, ich bin euer Vorbuddler hier auf der Station 74. Habe in der letzten Folge die Glaskuppel unseres Wohnpilzes oder was auch immer fertiggestellt. Bin jetzt hier noch so ein wenig am Sortieren. Ach, guck mal, die Fackeln habe ich aber doch ganz anders angebracht, als ich wollte. Das sieht man jetzt nicht so. Leider ist es wirklich gerade dunkel geworden, als wir hier fertig geworden sind. Und ich konnte jetzt nicht mal eben gucken gehen, wie es aussieht. Da müssen wir dann jetzt einfach auf den Morgen warten. Aber ich werde jetzt hier auch gleich mal... Ah, da. Das ist ein guter... Oh, super. Das ist ein guter Platz für Fackeln. Zack. So, jetzt schaue ich noch eben, dass ich so ein bisschen die ganzen Dreckecken wegbekomme. Da komme ich nicht hoch. Ups. La 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 la. Wo haben wir denn hier was da? Ah, man sieht nicht viel. Ich denke aber, es ist zu. Und könnte ich das jetzt vielleicht mal unterlassen, immer da runter zu springen? Also, wie doof muss man sein, ne? So, pass auf. Etwas Wolle, 3 Stück. Und Holz auf jeden Fall. Und zwar doch ein bisschen mehr. Och, ich habe doch alles dabei. Was mache ich denn hier überhaupt? Die ganze Zeit habe ich da Holz dabei. Und ich denke immer, was zieht mich immer so nach unten? Was ist das für ein Gewicht hier in meiner Hosentasche, ne? Holz. Holz dabei. Verarbeiten wir alles. Da bauen wir jetzt erstmal ein Bett. Aus Sand. Ja, sieht ein bisschen ähnlich aus, Wolle und Sand, ne? Könnte man vielleicht auch mal, aber was soll das? Was soll das? Wir sind doch Professionals hier. Na, wir machen doch alles nicht zum ersten Mal. So, jetzt möchte ich gerne noch eine Falltür haben. Ich stelle das Bett mal hier irgendwo hin, einfach so. Und dann kommt hier eine Falltür drauf. Achso, da muss ja ein Block dran, das ist klar. Das ist schade. Ich finde, Falltüren sollte man genauso positionieren können wie zum Beispiel Treppenstufen. Ja, die sich ja entsprechend drehen, aus welcher Richtung man die so in einen Block anbaut. Das sollte bei Falltüren eigentlich genauso sein. Da könnte man auch so Fensterläden machen und so, ne? Fände ich gut. Was mache ich hier? Block dran. Klappe drauf. Fußplatte hätte ich gerne noch davor. Das ist für mich jetzt inzwischen schon so Standard. Super praktisch, ne? Rennst einfach auf die Platte drauf und zack, dann geht das auf und du kannst direkt ins Loch springen. Hoch natürlich nicht. Soll ja auch keiner rein, aber dann geht die automatisch auch wieder zu. Warum denn nicht? Warum geht sie denn nicht zu? Ah ja, okay. Muss man ja auch alles mal ertesten, ne? So, ich versuche zu schlafen. Drück mir mal die Daumenschwerte in der Hand schon mal, ne? Falls es nicht klappt. Es müsste klappen, es ist dicht hier. Ja, das war spannend. Das war spannend, aber wie ihr seht, ich denke mal, es funktioniert. Jetzt machen wir mal hier wirklich erstmal diesen ganzen Müll hier weg. Der uns die Sicht versperrt. Jetzt brauche ich mal eigentlich nur noch einen Ofen hier. Dann haben wir hier unseren ganzen Hausrat stehen und brauchen gar nicht mehr in unsere Höhle zurück. Da ist ja noch irgendwas. Das hole ich mir auch noch. Boah, und dann ist die erste Kuppel der Station 74. Ah, der muss noch höher. Schon mal geschafft. So. Lass mal gucken. Ich mache jetzt gerade mal so einen Check, ob doch noch irgendwo eine... Ach so, ich bin auf die Klappe getreten. Gut. Ja, ist alles... Alles okay. Es sieht gleichmäßig aus. Es ist irgendwie interessant, hübsch.
Man kann natürlich noch, wenn man Material zur Verfügung hat, hier noch so unterschiedlichen Streifen einziehen oder so, mal so ein bisschen es auflockern, ne? Aber jetzt möchte ich erstmal es wieder mit meinem dicken Bauch durch diese Klappe schaffen und weiter weglaufen. Tralalala. Der Baum da hinten, das ist lustig. Spinne. Das kann nur eine Spinne sein, die mich hier so von hinten. Na, aber das kann ich auch. Von hinten. Zack. Werde viele jetzt von euch sagen, ja, von hinten ist ja auch mal schön, ne? Ja, aber nicht, wenn das eine Riesenspinne ist. Tut mir leid. Ihr mögt ja eure Vorlieben haben, aber ich stehe jetzt gar nicht so auf Riesenspinnen. Auch nicht von hinten. So. Schweine tot. Alles tot. Ah, oh, guck mal. Das hätte ich jetzt etwas theatralischer machen können. So ein bisschen. So, hier auf F8 schalten, alles ausmachen. So, ja. Da, 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 da. Da kommt sie, die Station 74. Ne? Aber mal. Hoppla, falscher Knopf gedrückt. F8 wollte ich drücken. F9 habe ich erwischt. Das ist die Aufnahmetaste. Naja, gut. Muss ich wohl wieder Flickschusterei betreiben beim Zusammenschneiden? Irgendwelche geschickten Überblendungen einbauen und solche Geschichten. Na, scharf. Dich möchte ich jetzt hier nicht stehen lassen. Denn du bist ein seltenes Exemplar der schwarzen Gattung. Aber Leute, ich finde das ganz gut. Man kann das schöner machen. Aber ich finde das schon mal sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Jetzt ist nur die Frage, wie wir weitermachen. Pass auf, jetzt wollen wir gar nicht lange gucken. Hier sollte jetzt am besten dieses Bein weg und hier kommt dann direkt, wird hier so ein Gang anschließen. Das ist es eigentlich. Ich baue hier jetzt einen Gang hin. Wie mache ich den denn? Ich habe das mal geübt auf dem Server. Ich mal geübt, da habe ich aber jetzt leider vergessen, wie ich das gebaut habe. Deshalb Leute, ich werde jetzt hier einfach weiter üben. Der Gang, der soll schon 3 hoch. Ja, das ist okay. Ich mach den jetzt auch erstmal wieder nur so. Aus Koppelstein ist sowieso nicht so schlimm, weil. Ja, genau, 3 hoch, 3 breit. Das muss schon sein. Ja, jetzt stellen wir natürlich ein bisschen was Bombastischeres vor. Ich weiß nicht, hoffentlich reicht das auch von unserem Material. Mal gucken. Auf jeden Fall soll hier unten ein schöner Fußboden rein. Vielleicht diese Erde noch weghacken und dann Halbsteine reinbauen. Koppelstein, Halbsteine. Auch hier noch so Halbsteine rein. So, dass hier nur so ein Schlitz drin ist praktisch. Ui, das wird aber. Das wird aber. Das wird aber. Ne? Und oben dann abrunden mit Treppenstufen. Hier in dieser Höhe. Oder auch in dieser Höhe. Ja, es geht auch, weil in dieser Höhe. Ich baue mal einiges. Ich baue mal eben ein paar Halbsteine und dann baue ich auch noch ein paar Treppen. Alles aus Koppelstein. Und dann werden wir uns das mal ansehen, wie das ausschaut. Ja, komm, da brauchen wir jetzt eine ganze Menge. Das ist das Problem. Ach ja, wenn das Material nicht reicht, dann müssen wir uns eben Neues beschaffen gehen. Aber wir haben noch viele, viele Kisten in Bad Schönfels voller Koppelstein. Ja. So, deswegen mache ich jetzt hier auch eine ganze Menge und dann baue ich noch ein paar Stufen. Oder brauche ich auch mehr? Da brauche ich ja viel mehr Stufen noch. Gib mal hier den Koppelstein her jetzt. So, noch mehr. Plam, plam, plam. So, und jetzt wird hier jetzt mal so richtig Gas gegeben. So. Nicht immer so zaghaft, ne? Und so schüchtern. So, pass auf, jetzt renne ich runter und dann mache ich ja mal schon so ein paar, so einen kleinen Entwurf. Ist hier auch alles frei, so die Luft rein und alles, ja. Einen kleinen Entwurf erstmal bis hierhin, damit man sieht, was es wird. Bisschen mehr Licht. Was habe ich denn gesagt? Ich habe gesagt, den Boden aufwühlen. Oh, dann müssen wir da unten ja auch noch mehr Wände einziehen. Koppelsteinwände. Das soll ein Gang werden, der geht da ein bisschen bis dahin, so bis da so. Und da steht dann was, was ich, nochmal so eine
irgendwie so ein Modul oder so, ne? Und davon geht dann vielleicht ein Abzweig in so eine andere, in so einen anderen Pilz. So ist das jetzt jedenfalls so meine Vorstellung. Aber dafür muss ich jetzt hier etwas verschönern. Und wenn ich dann erstmal so eine Strecke habe, die dann gut aussieht, dann haben wir einfach bessere Orientierungsmöglichkeiten. Jetzt habe ich alles mitgenommen, Halbstein und Treppenstufen, aber der normale Stein, der geht mir gleich aus. Das sehe ich jetzt schon. Na, seht ihr? Ich sag's gerade, ne? Ach, jetzt komme ich hier auch nicht hoch. Es ist doch immer so. La 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 di da 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 da. Ah, nehmen wir das mit. Klappe auf und durch. Bisschen vorsichtig. Mal gucken. So. Ja, das auch direkt. Gut. Als nächstes in den Boden Halbstein. Einfach auffüllen. Dreierwege finde ich einfach gut. Überhaupt sind ja ungerade Zahlen immer sehr gut, weil die ja eine absolute Mitte haben. Ja, da habt ihr mal einen Block, der wirklich genau die Mitte ist. Deswegen beachtet das auch, wenn ihr Kreise bauen wollt oder so. Es sei denn, ihr macht das groß, dass die Mittelachse praktisch aus so einem Viererfeld bestehen soll, ne? Ansonsten ungerade Zahlen immer gut, auch überhaupt drei, so um durchzulaufen, das ist einfach nicht so beengend. Ist das? Nee, ist nicht. Ich dachte, es wäre ein Aluminiumschaf. Aluminiumwolle könnte man natürlich sehr gut gebrauchen hier. Würde natürlich sehr gut passen. Ich denke, da mache ich auch mal endlich was mit. Hab das schon seit ewigen Zeiten in meinem Texture-Pack, das Aluminium, und noch nie verwendet. Weil ich, ja, in Ritterbogen und so kann man das schlecht einbauen, finde ich. Okay, was ist denn als nächstes angesagt gewesen? Da sollte so eine Treppe drauf. Ja. Interessant. Dann nehmen wir auch mal Treppen zur Hand. Hier. Wie geht denn das jetzt? So. Aufpassen, dass die dann nicht verkehrt rum angebaut werden, weil die auch dann beim Zerschlagen immer wieder völlig zerstört werden, was ein bisschen schade ist. Bin ich auch mal gespannt, was, also ich bin sowieso gespannt, was mit Beta 1.8 dann auch tatsächlich an den angekündigten Neuerungen oder angedeuteten Neuerungen, sagen wir mal so, dann auch wirklich dabei sein wird, ne? Und was davon auch funktionieren wird. Das ist immer noch so die große Frage, ne? Sehr gespannt drauf. Ein bisschen gucken eben. Ja. Was ist, wenn man da jetzt auch einfach Glas reintut? Haben wir denn noch ein bisschen Glas da? Ich hatte erst vor, jetzt hier noch so Halbsteine drauf zu tun, damit das so nur so ein Schlitz noch ist. Aber, vielleicht sieht das mit dem Glas sogar noch ein bisschen besser aus. Ich kann das ja mal auf der einen Seite so machen und auf der anderen Seite anders. Ihr könnt dann ja auch schreiben, was ihr besser findet. Soll jetzt hier so ein Glas hin oder soll ich das so mit diesem Halbstein machen? So. So alle paar Meter würde ich jetzt so nochmal einen Bogen einbauen. Wie mache ich denn das? Einfach mal so, mache ich das einfach mal. Wird's dunkel, ja, aber es stört uns jetzt nicht, da wir schlafen können hier direkt. Das schaffe ich jetzt hier noch. Dann, dann. Vielleicht machen wir das auch gerade so als Unterbrechung, damit man es wirklich immer sieht. Entweder so, ja, das bringt jetzt nichts, da müssen wir dann doch mal bei Tag mal gucken, wie es dann aussieht. Ich hau hier nur mal ein paar Fackeln hin, so. Schöne, angenehme Höhe auch der Fackeln. Ne? Das ist ja schön, wenn man mit diesem Halbstein als Fußboden arbeitet. Man gewinnt dann immer diesen halben Block. Ja, das ist ja, das macht schon viel aus. So, und jetzt gehe ich auch schlafen. Wo ist denn das Bett? Da ist es. Ist die Klappe zu? Ja. Gar nicht schlecht.
Ja, könnte man ihn noch ein bisschen begrünen, vielleicht in Beta 1.8, dann bleiben ja auch die Hecken und so, die bleiben dann mal hängen. Braucht man nicht extra Holz für. Und dann könnte man hier auch noch so grüne Stellen reinbauen, damit das so ein bisschen, ja, so biokuppelmäßig aussieht, ne? Ist ja sowieso davon inspiriert. Also dieses pilzartige Objekt, er steht schon in doppelter Ausführung auf unserem Server. Und dann allerdings ungefähr eine Kuppel, naja, ich sag mal so 10-mal so groß wie das hier. Das ist also sehr, 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 sehr groß. Jetzt schaue ich nochmal hier den Gang an. Das wäre die eine Seite, die mit dem Schlitz. Ich finde das eigentlich auch nicht schlecht. Und das ist die mit dem Glas. Also, ja, ich weiß nicht. Nehme ich jetzt das Glas oder vielleicht machen wir auch etwas, wo wir das. Es ist auch. Mal lass uns so einfach beides tun. Was auch, ich zeige euch das. Wie viel habe ich denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Machen wir jetzt mal hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann alles voll mit Halbstein. Oh. Das passiert mir immer wieder gern. Vielleicht mal ein bisschen draufhauen, ja. Ja, Entschuldigung, das ist Server-Nachwirkung, ne? Gut, verballer jetzt erstmal das ganze Material, was ich dabei habe. 8 und dann kommt ja noch Nummer 9, ist wieder eine Stütze. 2 hoch. Da kommen die Treppenstufen dann wieder ran. Ja, gut, dann ist mal 2 hoch. Das ist doch kein Problem. Ja, da sollte jetzt keiner stehen. Hier noch ganz normal und dann hier noch etwas höher. Den nehmen wir wieder mit. Ja, da soll noch einer hin, noch so ein Ding, ne? Weiß nicht, das werde ich dann wahrscheinlich selber mal machen. Zacki, zacki, so irgendwie, ne? Jetzt, wo ich weiß, wie es geht. Ah, da habe ich auch ein bisschen kleiner angelegt, sehe ich gerade. Ja, die soll auch ein bisschen kleiner werden. Oder es wird vielleicht ein ganz anderer Aufbau. Mal sehen. Jetzt baue ich doch nochmal eben ein bisschen Nachschub wieder. Was ist denn hier eigentlich? Warum komme ich denn hier nie durch? Schwupp. Sehr schön, da stehen auch schon unsere Kisten. Komm, nimm das mal mit. Stufen habe ich noch genug. Aber Halbsteine fehlen mir. Ja, da brauche ich noch mehr. So sollte es doch erstmal wieder ein wenig reichen. Und noch ein paar Koppelsteine dazu. Oh. Ja. Schön. Wenn der dann doppelt so lang wäre wie jetzt, wäre das, glaube ich, schon okay von der Länge her. Wo sind denn meine Halbstarter? Keine Panik, ja, schon direkt wieder Panik so. Pass auf, jetzt habe ich jetzt hier, jetzt mache ich das umgekehrt. Und Glas. Gib mir Glas. Ups. Jetzt wechselt sich das immer so ab. Das war der Gedanke. Jetzt Treppen. Ah ja, und Dach sollten wir vielleicht noch drauf bauen, ne? Müssen wir natürlich auch noch machen, dass wir uns das ansehen. Ist das jetzt doof, wenn ich das Glas mal später machen sollen? Muss man immer so viel aufpassen hier, damit die Stufe nicht dreht. Da kommt dann wieder ein normaler drauf. Kommen wir da hochgehüpft? Ach ja, was mache ich denn hier so im Winter? Kann ich doch einfach so machen. Leute, 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 Leute. So.
Da. Das ist die richtige Reihe. Ach ja, ich finde das schön. Da, so soll das auch sein. Es soll ja Spaß machen, irgendwie mal was Neues sein. Irgendwie, keine Ahnung, ne? Ja. Ich finde das jetzt irgendwie interessant. Ja. Mal so, ne? Zwei Fackeln habe ich sogar noch. Die passen da hin. Und dann kann ich doch den Boden etwas weiter ausbauen. Jetzt müssen wir uns um das Dach etwas kümmern. Wie mache ich denn das Dach? Wie mache ich es denn? Wie mache ich das Dach denn dann? Wie mache ich dann Ding Dong Dong? Gucken wir mal von oben am besten. So. Ja. Ja, jetzt noch mehr Treppen oben drauf möchte ich nicht machen. Das ist, ja, obwohl, ob nun Treppen oder Halbsteine. Ich dachte jetzt vielleicht Halbsteine. Das soll jetzt nicht so hoch und so kantig und was weiß ich, klotzig aussehen. Das sollte jetzt eher, doch eher flach gehalten werden, der Gang. Und deswegen probiere ich jetzt auch mal, das vergesse ich doch immer wieder. Diesmal waren es sogar 5 Blöcke. Das wird ja immer doller mit mir. Hops. Ja, einfach nur so hier diese Reihe. Da kriegen wir ja auch nochmal so ein bisschen so einen runden Charakter. In der Mitte könnte dann vielleicht sogar noch... Ja, das können wir mal ausprobieren. Na wohl, ja, müssen wir mal gucken. Probieren wir das mal. Na. Wenn wir da in der Mitte jetzt wieder so normalen, so wie hier, dann sieht es vielleicht noch runder aus. Falsch. Fail. Sagt man hier immer. Fail. Ja. 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 Okay, jetzt mal eben dann noch so hier, ne? Wird gerade dunkel? Nein. Nein. Wieso bin ich denn darauf? Jetzt ist düster irgendwie, ne? Müssen wir auch, doch hier muss auch noch was dann hin, so fackeltechnisch. Damit das hier nichts spawnt, so, ne? Obwohl, who cares, ne? Who cares? Ist ja dann alles geschützt. Können die doch hier oben drauf rumfeiern, wie sie wollen. Und irgendwas machen, was sie da gerade so gerne so machen halt, ne? Ja, das sieht jetzt komisch aus, weil da die Säule drin ist. Kann man vielleicht später die Säule nochmal ersetzen gegen Holz oder irgendwas, damit das, ne? Das ist ja vielleicht auch keine schlechte Idee. Aber ich glaube, das machen wir so hier mit dem Halbstein und dem... Die obere Reihe Koppelsteine, die könnten wir auch nochmal aus einem anderen Material... Ah, das ist natürlich alles eine Ressourcensache, wenn wir da weiße Wolle oder damit so ein bisschen... Keine Ahnung. Hm. Wir müssen das ausprobieren. Das ist ganz einfach so, dass wir das ausprobieren müssen. Da hilft gar keine lange Planung und überlegen und machen und fummeln. So, müssen wir einfach mal gucken. Aber hier einfach nur so einen blauen Block. Aber ich habe kein Blau. Aber irgendwie so, irgendwie was Farbiges da drauf. Habe ich denn, wie viel Wolle habe ich denn überhaupt dabei? Jetzt gucke ich, ach und überhaupt mal langsam. Jetzt gucke ich erstmal aus der Entfernung. Mhm. Mhm. Wenn man nach Wolle kräht, dann sollte man vielleicht auch die Möglichkeit nicht außer Acht lassen, auch ab und zu mal ein Schaf zu erlegen, was einem sowieso schon die ganze Zeit vor der Nase rumtanzt. Sind hier etwa Tintenfische drin? Nein. Nein, da sind keine Tintenfische drin. Das ist nur eine Einbildung. In so einem kleinen Tümpel können doch keine Tintenfische spawnen. Ja. Sind da wirklich keine drin? Nein. Seht ihr, habe ich doch recht gehabt. Hier sind keine Tintenfische in diesem Tümpel. Ganzen Tintensäckchen auch mitgenommen. 9 Stück. Hohoho. Da freut sich aber wer. Na, da freut sich aber wer. Das ist aber wirklich... Ja. Ich renne mal eben zurück und dann gucke ich mich nochmal um.
So, und dann werden wir nochmal sehen hier. Schwarze Wolle, weiße Wolle. Da haben wir ganz viel Wolle gerade hier. Aber es wird gerade dunkel. Da war auch schon noch wieder Wolle gesammelt. Packen wir das mal dazu. Schwarze Wolle können wir sogar auch noch mal. Schwarz ist ein bisschen zu schwarz. Ja, wollen wir dann doch nicht. Fackeln mal mitnehmen. Oh, wir brauchen dringend auch neue Fackeln hier. Ja, keine Kohle mitgenommen. Ja, okay. Egal. Gut, in der nächsten Folge gucken wir einfach mal unten noch schöner. Machen wir das alles. Hab noch ein paar Ideen. Wenn wir ein bisschen was ausprobieren. Ich will gleich nochmal pennen hier. Und dann gucken wir mal, ne, dass es weitergeht. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und noch eine schöne Zeit. Ne? Bis dann, ciao.